So, heute geht's wieder darum, wenn wir keine Lust zu kochen haben, dann gebt einfach alles roh in eure Auflaufform, dann geht's ab in den Ofen, dann einfach alles verrühren und schon haben wir unser Gericht. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Die Zutaten und Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox, allerdings ist es natürlich ganz individuell. Das ist ja bei mir einfach so, ja, was bei mir im Kühlschrank jetzt noch da war, das können ja bei euch dann einfach ganz andere Sachen sein. Ich habe da jetzt einfach Brokkoli, so Buttergemüse, dann kommen einfach die Nudeln dazu. Dann habe ich noch Tomaten geschnitten, weil die mussten auch weg. Und dann kommt ein Frischkäse auch noch dazu. Da könnt ihr dann selber gucken, ob ihr einen Kräuterfrischkäse nehmt oder einfach einen normalen. Ich habe jetzt einen normalen Frischkäse genommen. Dann muss ich mal gucken, wie es dann weiterging, dass ich die Reihenfolge einhalte. Denn ich habe vergessen gehabt, das Mikrofon anzustellen. Deswegen spreche ich das jetzt drauf. Ja genau, Kochsahne habe ich dann noch dazu gegeben und dann noch eine Menge an Wasser. Brauchen wir ja logischerweise Flüssigkeit für die Nudeln. Und dann salzen war das Ganze, pfeffern war das Ganze. Ich habe dann noch Petersilie dazu gegeben. Da könnt ihr natürlich auch was anderes nehmen und Zwiebeln. Und dann glaube ich, fast war es das. Und dann kommt es natürlich ab in den Ofen. Der ist dann vorgeheizt entweder auf 170 Grad Umluft oder 190 Grad Ober- und Unterhitze. Ja, und dann muss das Ganze natürlich verrührt werden. Ach ja, da kommt ja noch was. Mozzarella-Käse habe ich noch dazu gegeben. Da kann man natürlich auch einen anderen Käse dazu geben, genau. Und dann geht's ab in den Ofen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Also bei mir war das so knapp 40 Minuten im Ofen. Aber was noch wichtig ist, dass man gelegentlich mal umrührt. Also dass die Nudeln auch alle mal abgedeckt sind. Also da ist ja jetzt nicht so viel Wasser und Flüssigkeit drin. Beziehungsweise wird es ja auch zwischendrin aufgesogen von den Nudeln. Und deswegen muss man zwischendrin einfach mal, sagen wir mal zweimal oder so, das einfach mal umrühren. Und ich habe jetzt am Schluss, wo ich es rausgeholt habe, noch ein bisschen Mozzarella-Käse drüber gegeben. Der ist jetzt hier auch etwas geschmolzen und ja, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Super, super lecker und super simpel, habt ihr ja gesehen. Ja, da gibt es nichts weiter zu sagen, außer eins natürlich, macht's nach. Lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!